Ja, wunderschönen guten Tag, wir sind zurück in War Thunder. Heute geht's mal mit der Kika ins Gefecht, dem japanischen Strahljäger aus dem Zweiten Weltkrieg. Genau, ein sehr lustiges Gefährt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe schon in den letzten Videos gesagt, dass ich großer Fan der Kika geworden bin. Und ja, da gucken wir einfach mal. Historisch gesehen sehr interessant, in Anführungszeichen. 1944 wurde das Ganze in Auftrag gegeben, oder haben die gesehen, ah, die Deutschen haben so ein Messerschmitt, das sieht da irgendwie cool aus, wollen die Japaner auch haben. Also wurde sowas gebaut. Dann wurde gesagt, okay, das Ganze braucht Klappflügel, damit man das nämlich in Höhlen quasi parken kann, weil man gesagt hat, okay, Kriegsmarine ist so ein bisschen, ja, Ende des Zweiten Weltkrieges war Japan da auch nicht mehr ganz so toll, ne, dran, und dementsprechend hat man dann gesagt, okay, dann können wir das irgendwo zu Hause besser parken, ne? Dann wurde das in Auftrag gegeben, ein Flugzeug wurde gebaut und dieses Flugzeug ist auch geflogen, war alles in Ordnung. Man hatte nur gemerkt, dass die Triebwerke ein bisschen wenig Power haben. Dementsprechend hat man dann halt Hilfstriebwerke hinzugezogen. Und jetzt kommt das Witzige dabei. Also die Hilfstriebwerke gibt es wirklich im Spiel und die sind wirklich sehr, sehr gut, weil dadurch ist die Kika extrem schnell in der Luft. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Das Witzige ist halt nur, der Pilot selber dachte bei dem Test davon, dass die Hilfstriebwerke irgendwie nicht richtig gezündet hätten und hat dann halt seine Triebwerke ausgeschaltet. Leider Gottes ist er dann durch den Schub halt ja, über die Landebahn oder Startbahn hinausgefahren, hat das Flugzeug geschrottet, also es war überlebt, aber das Flugzeug war kaputt. Und ja, das war dann quasi das Ende der Kika, ne? Der zweite Prototyp war dann halt ja, fertig, aber nichts geflogen, und dann waren noch so ein paar andere Maschinen waren in dem Bau, aber naja, ruhmreiches Ende, oder wie sagt man dann? Naja, naja, mal gucken. Die Kika selber. Findet ihr, also es wurde selber als Jagdbomber erst entwickelt, als Schnellbomber oder wie auch immer man das dann bezeichnen soll. Und man findet die hier links hinter der J7W1, gibt es dann quasi auf 6-7 die Kika. Wie gesagt, Strahljäger wird daher angegeben. Das Coole bei dem Ding ist, sie kann wirklich eine schöne Bombe tragen. 500 oder 800 Kilometer gesagt hier. Das sind Marinebomben, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also, dass sie auch wirklich dann so, ihr seht hier, die Sprengstoffmasse ist nicht so hoch wie bei anderen Bomben. TNT-Äquivalent 429 Kilo, aber das ist schon ordentlich, wirklich. Für einen Strahljäger ist das echt toll und das macht schon echt Spaß. Da kann man auf jeden Fall auch in Ground Forces das ein oder andere mit abräumen. So, das Problem ist, wenn ihr die Kika startet, habt ihr eine 30 mm Kanone. Die 30 mm Kanone der Japaner ist sehr stark. Wirklich sehr, sehr stark. Deutlich stärker, finde ich, als die der Messerschmitt. Ich spiele ab und zu den Jagdbomber gerade bei der, also die Me-262 als Yabo-Edition quasi. Und wenn ich dann halt mit Minengeschosse treffe, dann ist es manchmal nicht ganz so wirkungsvoll, wie wenn ich mit einer von dieser Kanone treffe. Ihr habt dann bei den Modifikationen, habt ihr dann hier quasi nach der Bombe, ne, die ihr habt, könnt ihr hier dann mit Otsumod dann das zweite Maschinengewehr einbauen oder die Maschinenkanone einbauen. Dann habt ihr hier quasi Maschinenkanone mit einmal oder mit zweimal. Ich würde euch natürlich empfehlen, mit zwei zu fliegen. Ihr habt dann einfach noch mehr Feuerpower, doppelt so viel. Seid ein bisschen langsamer, muss man auch bedenken. Aber das macht denn nichts bei rum. Japanische Flugzeuge, japanische 30 mm würde ich persönlich immer mit Leuchtspur spielen. Das ist dann nämlich die hochexplosive Splittergranate mit Leuchtspur. Und die macht wirklich richtig Bums. TNT-Äquivalent, das sind 60 Gramm. Das ist fast so viel, wie manch Panzer hat, wo bemerkt. Ne? Also das ist wirklich extrem viel und das macht sehr viel Bumm. Bei den anderen habt ihr teilweise, bei Allzweck geht auch noch, ne? Das ist eine gute Mischung, aber ihr habt immer diese Übungsgranate dazwischen. Das habt ihr zum Beispiel auch hier bei im Standard dann nachher. Da habt ihr auch immer hier diese, ja, Übungsgranate, die macht gar nichts. Das ist nicht mal, die Übungsgranate hier, die erste hat nicht mal Leuchtspur. Ne? Also es ist einfach nur, und wenn man damit trifft, da passiert gar nichts. Das ist einfach so Boing. Das ist so, als ob man mit Gummi geschossen schießt. Sehr, sehr ärgerlich, sage ich euch. Genau. Ihr könnt natürlich auch ohne Leuchtspur schießen, das geht genauso gut. Die japanischen 30 mm schießen sehr langsam. Erinnert so ein bisschen an die MK-103. Ich würde sogar meinen, dass sie vielleicht sogar ein bisschen langsamer schießen, aber ähnlich. Das muss man sehen. Ansonsten auf jeden Fall, also ich persönlich bin erst auf die 30 mm gegangen, damit ich mir diesen besseren Gurt aussuchen kann, weil ich mit der Leuchtspur dann irgendwann keine Lust mehr hatte, oder mit der Übungsgranate. Also auf den Rumpf dann hier hingegangen. Ihr könnt auch erst die Bombe nehmen, aber die Mobilität oder die Flugleistung zu steigern macht natürlich immer Sinn bei fast allen Flugzeugen. Und danach bin ich dann erst auf die zweite 30 mm geflogen gegangen. Und ja, macht wirklich sehr viel Spaß, kann man nicht anders sagen. Genau. Ja, wie gesagt, zwei Triebwerke sieht natürlich genauso aus wie die Messerschmitt, muss man einfach so sagen. Die Flügel sind nicht ganz so steil gekippt quasi, also sind recht gerade. Sie ist auch nur auf 6-7 anzuordnen. Sie ist ein bisschen
Langsamer wohl, also sie steigt, finde ich, schneller als eine Messerschmitt. Sie ist auch leichter und kleiner als eine Messerschmitt. Aber sie kriegt dann irgendwie nicht so den guten Speed raus. Sie ist schnell, sie ist wirklich schnell und wenn sie einmal richtig auf Dampf ist, dann geht die richtig gut ab. Nur wenn ihr mit der steigt, geht es meinetwegen auf 5000 Meter und dann levelt ihr ein und dann der Schub dabei, der fehlt so ein bisschen. Das ist so, muss man wissen. Aber wenn das Ding halt einmal, ihr seid im Sturzflug gewesen und ihr seid einmal auf Geschwindigkeit, dann seid ihr wirklich verdammt schnell. Wenn ihr Top-Tier seid, sehr, sehr gefährlich. Wenn ihr Low-Tier seid, ja, für euch sehr, sehr gefährlich, weil es gibt einfach genug Flugzeuge, die es besser können als ihr. Und da müsst ihr einfach da mal gucken. Genau. Wendigkeit und so weiter ist in Ordnung. Sind halt japanische Flieger, sind japanische Gene drin, sage ich jetzt mal. Dann passt das dann ganz gut. Genau. Ja, Module, hier sieht man das dann nochmal. Treibstofftank. Ich mache immer beim Tank, gehe ich immer, zeige ich euch gleich, bei der Beladung gehe ich immer ein nach oben. Dann geht das ganz gut. Hier sind die beiden Triebwerke. Ja, und hier halt die beiden Kanonen dann dabei. Die Kanonen haben auch nur 50 Schuss, also es ist nicht viel. Aber man kann damit wirklich sehr gut aufräumen. Also ich habe da schon sehr, sehr coole Runden mitgehabt und habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ja, passt dann auch ganz gut. Ihr seht, eine kostenlose Reparatur habe ich noch. 9.566 Silver Lions kostet das Ding fast komplett ausgebaut. Also ihr müsst ja noch ein bisschen dazu rechnen. Ich sag mal so, für 10.000 Reparaturkosten ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Flugzeug. Genau. So, dann gehe ich mal ins Spiel und versuche ich mal eine nette Runde damit zu zeigen. Und dementsprechend, bis gleich. So, Operation Kursk. Ich wollte einmal nur zeigen. 7 Minuten Sprit, 20 Minuten. Ich poker mal ein bisschen und gehe auf die 20 Minuten. Ich habe es schon häufig gehabt, dass ich dann zurück musste, weil der Sprit alle war. Ich habe es schon häufig gehabt, dass das Spiel schon fast entschieden war und das dann egal war. So, ich gebe ein bisschen Schub. Sobald die Karre dann ein ganz bisschen läuft, gebe ich sofort den Superschub quasi. Und ihr seht, auf den ersten paar Metern lässt man die Dinger wirklich sein. Und dann fallen die relativ schnell ab. Also so 140 km/h habe ich jetzt drauf gehabt, bis sie abfallen. Bei 220 kann man langsam das Ding nach oben ziehen. Ah, mal gucken, sind natürlich nicht. Sind Low-Tier, ist nicht schlimm. Und ihr seht, wir haben auch Notleistung, ne? Also 106% sind wir jetzt hier dabei. Klappen einfahren, das habe ich gerade vergessen. Ich würde die Klappen beim Start auch sofort reinfahren, das ist manchmal echt besser. Müssen hier nicht gegen die Bäume fliegen, das kommt immer ganz gut. Oh, dann schauen wir mal. Ich fliege mal hier nach rechts hin, da habe ich, glaube ich, mit ein bisschen Glück könnte ich da sogar was abfangen. So, wir sind bei 500 km/h. Da kann man so langsam anfangen, die Kiste nach oben zu ziehen. Ich persönlich halte diese Strahljäger Zweiter Weltkrieg, also eine Me 262, Kika, immer so bei über 500 km/h. Kann man so ein bisschen so mal 12, 13 Grad Steigung halten. Und dann bleiben sie eigentlich ganz gut dabei. Ihr seht, ich beschleunige sogar noch. Es sind natürlich hier starke Gegner, also starke Mitflieger dann dabei. Also ein Heimat. Also hier eine 162 dann dabei, J21R, ja gut. Meteor, auch mal gut, A2D, das ist schon. A2D ist ein cooles Flugzeug auf jeden Fall. Das ist schon so ein, wenn man ein Premium-Flugzeug möchte, ich glaube, wo eins der profitabelsten, wenn man Geld machen will, muss, wie auch immer. So, Problem ist da vorne die Me 262, das wird die Variante sein, die man von den Scott-Belohnungen kommt, weil die schon so hoch ist. Dass ich da in keinster Weise mitkomme, weil die hatten mich in Airspawn. Das ist meiner Meinung nach echt richtig mieses Ding. Aber gut, man kann sich ja spielen. Von aus gesehen ist das ja in Ordnung. Ne? F3D. Ach, Mix Battle. Oh Gott. Oh, Mann, der Mann, der Mann. Naja, egal. Da kann natürlich jetzt alles dabei sein. Das ist so ein bisschen. Da müssen wir wirklich gucken. So, und das ist nix. Da sind auch mal Ziele, die ich persönlich sehr gerne angreife, aber ist natürlich im Strahljägerbereich so ein bisschen, ja, Flaute bezüglich der Bodenzielbekämpfung. Ne? Macht halt immer weniger was her. So, E84, R2, Y2. Aber wenn ein Stückchen nach rechts ziehen würde, das könnte ich dir helfen, aber ja, er lässt ab. Okay, der Vampire F3D. Wir helfen mal, der findet den Witzel da vorne. Aber ihr seht, der Steigwinkel und so weiter, das ist wirklich, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Ich gehe ein bisschen runter jetzt dabei, weil gleich wird mein Triebwerk überhitzen. Es kommt ja ein bisschen auf die Karte drauf an, sind es noch ein paar leichte Ziele. Ich hoffe mal, dass sie die. Guck mal, alle hinterher, das ist echt schade. Ah, die Suda, die sieht nicht ganz so gut aus. Okay, es ist abgeschmiert, das Ding. Ja, müssen wir ein bisschen gucken. Ich ziehe die Karre mal vorsichtig hier so ein bisschen rum.
Alleine muss ich jetzt auch nicht lang fliegen, das bringt nichts. Motor über Hitz, das ist okay. Bei 4700 Meter sind wir jetzt gerade. Ich weiß nicht, was sie sich da vorstellen, aber die Me, die macht auf jeden Fall unser ganzes Squad lenkt die ab. Das ist echt schade. Weil, ja, ihr seht, da fliegen jetzt 100 Flugzeuge hinterher. Das bringt in keinster Weise was. Also wenn man sagt, einer geht hinterher, der andere gibt Deckung, dann ist das meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. Aber der bindet jetzt da 1, 2, 3, 4, 5 Flugzeuge, würde ich mal so meinen, an sich dran. Das ist natürlich sehr ungünstig, wobei die J21R da auch wieder zurückkommt. Also da ist mal ärgerlich so. Was? Egal. So, ich versuche mal da die A2Ds zu schützen. Vielleicht schaffe ich das ja. Und ihr seht jetzt vom Sprit her, ich habe jetzt mindestens bei 16 Minuten. Also auch mit Notleistung geht es eigentlich, was die da so durchjuckelt. Da gibt es manche Maschinen mit Notleistung, hauen die richtig was raus. Da ist eine F2G1. Okay. Vampire. Aber wie seht, wir sind jetzt hier eigentlich ganz gut von der Geschwindigkeit dabei. Auf jeden Fall sind wir so schnell, dass jetzt so... Ne, F8F, das ist doch gar nicht so ein ganz schlechtes Ziel. Wir sind auf jeden Fall schnell dabei. Jetzt dreht sie auf mich, ja. Was sie machen, ich bleib einfach hier. Ah, sorry, aber da kommst du nicht mit, kleiner Mann. Da kommst du nicht mit. Bisschen aufpassen, wohin sie fliegt, die... Die dreht ab, okay, also wir hinterher. Ah, da unten die A2D ist sehr tief. Vielleicht. Ich würde viel Höhe verlieren dadurch. Ah, das tut man ja alles für seine Kumpels, ne? Ah. Bisschen rumziehen hier dabei. Jetzt wird es richtig schnell. Speed ein bisschen rausnehmen. Ah. Auf jeden Fall sehr schnell unterwegs hier. Wunderbar, Double Kill. Das läuft natürlich ganz gut, sage ich mal. Die Vampire hinter mir, ich ziehe voll durch, bleib voll auf Speed, weil das sonst überhaupt keinen Sinn macht. Da ist die, hier kommt unser Flugplatz, das ist sehr gut. Da ist die Me-262, die vielleicht auf mich drauf gehen wird, aber ich bleib voll hier auf Gas drauf. Ich glaube aber, unser Team hat auf jeden Fall gut gefressen, ja? Motor behitzt, wir bleiben dran. Meteor, komm schon. Oh. Da ist die andere Kika. Können wir ja vielleicht hinkriegen, wenn die Meteor... Ah, ich bleib mal hier so ein bisschen auf Höhe. Bin eigentlich relativ schnell unterwegs, wobei die Kika natürlich da jetzt ein bisschen schneller sein wird. Aber das war wieder killgeil halt gerade. Man hat das schön gesehen und das kann man natürlich ausnutzen. Das macht durchaus sehr viel Spaß. Motor überhitzt. Die Kika da unten hat einen riesigen Energievorteil gegenüber meiner Maschine. Wenn ich mir so ein bisschen hier an dem Flugplatz orientieren kann, dann passt das. Die Vampire geht runter. Okay. Da gehe ich mit. Die Vampire wird schnell sein. Die wird sehr schnell sein. Da kommt noch eine Me-262 an. Ne, R2Y2. Ich versuche es einfach mal, weil die Meteor... Ja, wir holen auf. Ist gut. Und wir sind noch höher. Alles gut, alles gut. Die dreht ab. Okay. Schade. Einfach durchgezogen. Okay, wir bleiben hier weg. Da kommen nämlich hier die anderen Kumpels angeflogen. Wir versuchen mal so ein bisschen Richtung Flugplatz zu kommen. In der Hoffnung, dass er mir ein bisschen helfen kann. Die eine dreht ab, die R2Y2. Okay. Maschine überhitzt ein bisschen. Meteor. Ich brauche ein bisschen Höhe. Die R2D ist ausgestiegen, so wie es aussieht. Die wird nicht mehr spawnen. Oder? Doch, da ist er wieder. Sehr gut. Hat vielleicht noch andere Munition aufgelistet. Die Kika an, die andere Meteor. Da unten fliegt die. Wird knapp. Ah, ganz knapp.
Ah, Head-on mit der? Das ist ein bisschen heavy, oder? Die hat ein bisschen mehr Munition als ich und ein bisschen mehr. Ein Treffer nur. Boah! Den haben wir! Sehr schönes Ding. 30 Schuss haben wir noch, okay. Da kommt die ME-262. Ich zieh mal. Ah, die ist weg, okay. Vampire. Ah, das war knapp. Das war gar nicht so ganz schlecht. Egal, wir bleiben jetzt. Wir müssen tief. Tief und schnell, oder wie sagt man? Ich hab ein bisschen. Nicht im Boden hagen, ja, das Ding. Schön zurück. Das ist die andere hinter mir. Okay, sie dreht ab, weil sie weiß genau, da ist das, was mir helfen kann. Das Einzige, was mir helfen kann. Ich habe noch 18 Schuss, das ist überhaupt nicht viel. Ein bisschen höher wieder aufbauen hier. Wir sind jetzt bei 12 Minuten Sprit, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Sprit mitzunehmen. Ah, oh, da oben. Die Meteor ist natürlich auch ganz gut dabei. Vampire. Karre überhitzt. Da, Meteor ist abgeschossen worden. Ganz unglücklich. Wenn gleich die A2D rausgeht, dann werde ich mich wohl auch verpieseln. Das macht ja keinen Sinn. Die Kika da oben. Eieieiei. Das ist echt schade. Die A2D. Die Vampire da unten. Ich weiß nicht, was der hat. Auf jeden Fall bin ich mehr als schneller als sie. Also deutlich schneller als sie. Also fliegt schräg. Okay. Okay. Ich versuche mal mein Glück, oder? Bringt ja nichts. Da ist die Vampire. Da ist eine A2D. Da will ich kein Head-On mitmachen, das ist mir zu heikel. Aber wisst ihr was? Ich kann auch einfach hinterher fliegen. Eieiei, das wird nichts. Mist. Nein, das ist. Nein, ja. Das war richtig blöde gerade. Da habe ich dann beim Runterziehen gemerkt, dass ich viel zu schnell war und das dann so blöde gemacht habe. Ah, das ärgert mich jetzt gerade richtig. Ich will nicht meinen, dass wir es gewonnen hätten. Das war gerade so blöde. Ah, Mann. Scheiße, das muss ich mal sagen. Mist. So eine gute Runde und dann so blöde und so, ja, ist einfach nur dumm abgeschossen. Oder abgestürzt, sagen wir es mal so, ohne Fremdeinwirkung, was natürlich echt schade ist. Aber, naja, egal. Man hat auf jeden Fall gesehen, finde ich zumindest, was die Kika kann. In dem Fall, ihr seid Low-Tier und viele Strahljäger, die, ich sag mal nur, wenn die eine F3D zum Beispiel oder so, die ist halt nur 0,3 über euch, aber sie ist einfach deutlich besser. Ne? Also sie ist auch sehr, sehr stark überlegen. Aber ihr habt halt wirklich extrem gute Kanonen dann dabei und ah, das war wirklich schade, ey. Oh. Ah, Niederlage Kurs ist jetzt auch raus, aber fast erfolgreich, hat eben noch einen 30% Booster gehabt und dann, ja, gucken wir mal, was das so wird. Ja, sehr, 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 sehr schade, das Ganze, dass man das dann so rum los in den Boden senkt. Da habe ich einfach auf den Speed nicht geachtet. Und das ist wirklich, ja, da kann man echt schnell reinfallen bei den ganzen Strahljägern, weil die wirklich extrem abgehen. Aber ja, bis dato war es auf jeden Fall ganz nett dabei. Ein bisschen Glück gehabt mit der R2Y2, dass wir den Head-On gewonnen haben. Das war so ein bisschen, ja, wäre das in die Hose gegangen, wäre es von meiner Seite auch nicht schlimm gewesen, weil ich, ja, weil das Spiel, glaube ich, eh verloren war. Ne? Also wir haben da sehr, sehr hohe Verluste gehabt und das bringt dann nichts. Man hat zum Anfang gesehen, diese eine ME-262 war für mich der Matchwinner, weil die halt unser ganzes Feld hinter sich hergezogen hatte. Ich glaube, die hat, weiß ich nicht, zwei von unseren Flugzeugen auf jeden Fall schwer beschädigt, vielleicht abgeschossen. Ich habe jetzt den ganzen, den Schlachtereignisse nicht mal angeguckt, aber da hat man wirklich gesehen, dass dann halt die Killgeil halt wieder zugeschlagen hat, so ähnlich wie den Double Kill, den ich da gemacht habe. Das zählt natürlich dann auch dazu, weil ja, wenn ihr seht, da ist ein Flugzeug und das ist euch unterlegen in Geschwindigkeit und so weiter und so fort, dann geht nur einer drauf, dreht ab. Das macht keinen Sinn. Ne? Und das ist immer das Gleiche, was ich sehe bei den Luftkämpfen, dass die Leute halt denken, oh, da gehe ich jetzt noch drauf. Ne? Also das ist echt, oh, wenn da meinetwegen das, es sind nur noch zwei Gegner da und ihr seht dann, ja klar, drauf, ne? Mein Gott. Aber am besten, wenn er sieht, dass das zwei Bomber sind oder sowas. Ja klar, dann nimmt man, versucht man auch den Kill rauszunehmen, das ist klar. Aber ganz zum Anfang macht es nicht. Gerade wenn ihr zum Beispiel Flugzeuge habt, die einen Airspawn haben und ihr seht da irgendwas unten. Ja, es kommt auf euer Flugzeug drauf an. Aber
Weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin bei den USA, habe ich hier den Jäger, wie heißt das Ding, kenne ich noch nicht ganz, die F84F habe ich jetzt. Habe ich noch über den Rabatt kaufen können, war ganz nett. Die hatten Airspawn. Und wenn ich jetzt sehe, da fliegt irgendwas tief, ich weiß aber auch, da, meinetwegen ganz tief, und da ist etwas 1000 Meter unter mir, dann gehe ich ja nicht auf das ganz, ganz tiefe Ziel, weil dann habe ich ja ratzfatz die Leute, die 1000 Meter unter mir sind, auch an den Hacken. Ja, das ist immer echt schwer zu sehen, und War Thunder, das ist dann immer echt, also da kann das Spiel nichts für, das ist eher so die Spieler. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Also wenn ihr das seht, ja, weiß ich nicht, geht nicht drauf. Tut fürs Team, tut es einfach nicht dafür, weil ganz ehrlich, auch wenn ihr jetzt eine Runde habt, wo ihr kein Flugzeug abschießt, ihr einfach nur mit den anderen turnt und vielleicht mal einen Treffer landet oder so, vielleicht eine Abschusshilfe bekommt, ihr müsst keinen Kill machen. Das können sehr, sehr erfolgreiche Runden werden, sofern ihr überlebt. Bei Flugzeugen ist es so, sobald ihr da Runden habt, die etwas länger laufen und wo ihr überlebt und euch mit einbringt, ihr müsst nicht viele Punkte machen, um Gottes Willen, da kriegt ihr so viel Punkte zurückgeschrieben, das ist der Wahnsinn. Also da sind wirklich 10.000, 15.000 Erforschungspunkte teilweise locker drin bei langen Gefechten, wenn ihr einfach nur mitspielt. Das ist richtig gut. Wenn ihr natürlich Abschussserie macht und so weiter, ist das natürlich deutlich besser, keine Frage. Aber das muss man immer beachten dann dabei. Naja, auf jeden Fall macht Midi Kika sehr viel Spaß. Es ist ein sehr gutes Flugzeug. Man kann damit im, also wenn ihr High-Tier seid, ist es grandios, ne? Also ihr könnt da auf der anderen Gegenseite, wenn ihr bei den Deutschen guckt, da bin ich häufig, fliege ich da gegen eine TAR zum Beispiel, ne? Auch bestimmt sehr, ich habe die beide, aber ich bin noch nie einen von denen geflogen. Frag mich nicht warum, ist halt so. Und ihr seid halt einfach sehr, sehr stark überlegen dann dabei. Das ist wirklich ziemlich cool. Und da macht das Spaß, ne? Da hat man wirklich. Naja, man hat einen Strahljäger und einen Propeller. Ne? Und wenn man den halt wirklich auf Geschwindigkeit hält, was ich euch wirklich empfehlen kann, versucht immer diese 500 km/h, damit ihr schnell aufsteigen könnt, schnell runtergehen könnt und so weiter und so fort. Dann macht das wirklich Spaß. Und ihr habt es gerade gesehen, selbst im, also wenn jetzt zum Beispiel die USA fliegen und hier die F3D, genau, die habe ich euch ja auch schon mal gezeigt, wenn die dabei ist, die ist wirklich, die ist besser als ihr. Ne? Einfach nur, die ist zwar ein bisschen träger und so weiter, aber die ist einfach, die ist schneller, die hat auch eine sehr, sehr gute Bewaffnung. Naja, aber man hat gerade gesehen, bei den japanischen 30 mm, es ist so krass, wenn man damit trifft, macht einfach richtig viel Spaß. Naja, mal gucken, was das so wird. Ich hoffe, die Runde hat euch trotz dieses bescheidenen Endes auch ja, trotzdem gefallen. Ich fand sie ziemlich cool gerade. War wirklich eigene Doofheit. Deshalb lasse ich es auch drin, damit man sieht, ey, einmal nicht aufgepasst, bam, weg. Ne? Und ich hatte genug Höhe. Ich hätte einfach anders drehen müssen. Ich hatte genug Geschwindigkeit. Ich hätte genug Geschwindigkeit gegenüber der A2D aufbauen können. Ich hatte alle Trümpfe gegenüber diesem Flugzeug in die Hand. Alle anderen Flugzeuge waren auf dem Rückweg. Ne? Die hatten vielleicht keine Munition mehr, keinen Sprit mehr und so weiter und so fort. Ich hatte zwar nur noch, was hatte ich, 18 Schuss oder so, aber ihr habt gesehen, wenn ein Schuss sitzt, dann sitzt der. Und er macht so einen heftigen Schaden, dass die Maschinen meistens nicht nach Hause kommen, sagen wir es mal so. Also ich hatte wirklich alles in der Hand und war einfach nur zu stürmisch dann dabei. Tja, das wird dann auch bestraft. Ist natürlich auch ein Fehler gewesen, klar, wenn ich die anderen Teammitglieder kritisiere, muss ich mir dann natürlich auch hier selber den Schuh anziehen, aber so ist es dann halt. Naja, trotzdem, super Flugzeug, macht sehr viel Spaß, freut euch drauf, sehr, sehr cool. Und mit dem 6-7er Matchmaking halt, gegenüber 7-0er hat man hier wirklich noch deutlich mehr Glück, ab und zu mal High Tier zu sein. Und machen wir uns nichts vor, das macht einfach Spaß. Ist das so? Genau, wunderbar. Also, dementsprechend, ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Nachspiel der Kika. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ein sehr, sehr gutes Flugzeug generell. Ich habe es schon häufiger gesagt, die japanischen Flugzeuge sind verdammt gut. Also wirklich verdammt gut. Und ja, das muss man einfach sehen. Guck mal hier, die RY2Y, ne? 30 mm, 4x600 Schuss. Stellt euch mal vor, 600 Schuss mit dem Ding. Und das ist die gleiche Typ 5, und das sind, glaube ich, auch Typ 5, oder? Ja. Das ist die gleiche Kanone mal 4. Also mal zwei, wenn man zwei gehabt und dann so viel Munition dabei, richtig klasse, sage ich euch. Muss ich auch noch mal genau testen dann dabei. Macht bestimmt Spaß. Wunderbar. So, das war's jetzt wirklich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt War Thunder. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.